Ja, hallo liebe Leute, zurück zu einer neuen Folge von M2 von Mind City 2. Wir haben sehr früh morgens, wir haben es gerade mal kurz nach 8:30. Das ist sehr ungewöhnlich für mich, aber ich konnte nicht mehr pennen und ich habe Zeit. Da dachte ich mal, komm, nehme ich mal eine Folge auf. Ach, guck mal, da kommt schon der Erste. Hat der überhaupt Rechte, Pixel Robin? Ja, natürlich, supi. Ja, heute möchte ich euch mal so ein bisschen Mind City 2 von oben zeigen. Alles, was schon so gebaut worden ist, dass ihr mal einen schönen Überblick bekommt. Aber bevor wir das machen, gucken wir uns mal die Regel, ach, die Regeltafel an, die Teamtafel, und ich bemerke, es wird langsam knapp. Ich glaube, ich muss die demnächst mal vergrößern. Und sowas geht nicht hier. Ach so, Elias, okay. Ich wollte gerade sagen, sowas geht nicht. Okay, das ist in Ordnung. Bei Elias kann ich nichts sagen, weil Elias schon ewig dabei ist. Aber naja, schauen wir mal. Guck mal, wen haben wir denn alles hier? Warte, wie gucke ich denn? Ich laufe eigentlich, ich fahre einfach mal so entlang. Dann könnt ihr vielleicht euren Namen da auch sehen. Ich lese jetzt nicht alle vor. Ich fahre einfach mal so langsam lang. Ja, bis jetzt kommen mir alle bekannt vor. Wenn da jemand dran steht, den ich überhaupt nicht kenne, dann. Okay, das ist alles in Ordnung. Dann müsste ich die natürlich runternehmen, weil irgendwelche Fremden, man muss sich schon auf der Map gewesen sein und was gebaut haben. Oder angefangen haben zu bauen. Was ist das denn? Killermods Dev? Das sagt mir nicht so viel. Okay. Weak Player, okay. Danke, Screen Fun. Was haben wir denn hier unten? Ach, Poke. New Dude? Honey. Ja, vielleicht kennt ihr den einen oder anderen noch aus irgendwelchen anderen Projekten von mir. Es kann natürlich gut sein. Hier sind ein paar dabei, die auch beim Mittelalter schon dabei waren. Und ne, einer. Ne, war einer nur von der Map? Der Ballast. War einer nur von der Map bei Mind City 1 dabei? Ich meine schon. Elias war doch das. Hey, guten Morgen. Alles klar bei dir? Oh, du siehst aus, als hättest du eine harte Nacht gehabt. Wie viel Wodka hast du getrunken? Okay. Ja, es ist doch echt ein bisschen früh, wenn meine Stimme sich ein bisschen anhört, ein bisschen komisch anhört, dann liegt es daran, dass ich halb wach bin. Aber das soll mich nicht davon abhalten, euch mein City 2 zu zeigen. So, mal den Kollegen informieren hier. Ist auch schon lange dabei, Pixel Robin. Der ist das mit dem Trump Tower. Mache Aufnahme. Ja, da oben steht es schon. Oh, nice. Ja, guckst du. Ja, nice. Guckst du. Cool. Da können wir auch stehen lassen. Haut er es weg? Ja, er haut es weg. Okay. Was haben wir denn hier noch? Ja, damit wollen wir uns jetzt nicht großartig beschäftigen, obwohl die Tafel ist auch noch wichtig hier. Aber das sollte euch nicht interessieren, liebe Zuschauer, die ihr gerade die Folge schaut. Das macht ihr gerade sowieso. Da steht's, Video schauen und liken. Ich erinnere euch nochmal. Vielen Dank. Das ist für die Leute, die auf der Web so ein bisschen sind und nicht wissen, wer ich bin. Da könnt ihr dann einfach auf meinen Kanal gehen und dann sehen, was in Mind City so passiert, wenn sie nicht auf die Map kommen. So, liebe Leute, wir fliegen mal ein bisschen höher, damit wir mal einen Überblick so von oben haben. Ich muss mal gucken, ob das so ganz gut klappt hier. Ja, komm, so können wir das mal machen. Fangen wir einfach mal hier am Spawn an. Hier ist ja alles entstanden. Das war das erste. Ja, hier habe ich den ersten Block auf jeden Fall gesetzt. Dann haben wir hier so ganz viele kleine Häuser rundherum. Ich fliege einfach mal so ein bisschen in die Richtung. Hier haben wir so ein kleines Rollfeld. Hier wird ein Dings gebaut. Das soll so wie so eine, ja, wie so eine Fressmall, wie so ein Fresseinkaufszentrum sein. Hier seht ihr, da ist Subway drin, KFC, Dunkin' Donut. Apropos, an der fertig ist das noch nicht, dann gehe ich noch nicht rein. Hier, ich fliege mal ein bisschen hier hin, das kann man nur von der Seite sehen. Vielleicht wisst ihr schon, was das für ein Gebäude ist. Ja, McDonald's wird hier gebaut. Hier, wie gesagt, der Trump Tower. Auch enorm groß. Bisschen rumfliegen hier. Hier ist das Grundstück von Extreme Mods mit seiner Riesenjacht. Und da hinten ist auch ein Wasserpark entstanden. So. Da hinten haben wir das vom Poke Hippo hier.
sein Grundstück mit seinen zwei riesen Towern, dann das Mercedes-Museum, ein paar schöne Häuser haben wir hier auch noch rumfliegen. Ihr seht es ja, hier ab hier hat man wieder Platz. Aufpassen, hier ist ein Grundstück, bitte, liebe Leute, hier nicht unbedingt bauen, das gehört jemandem. Da müsst ihr mal drauf achten. Da gab es in der Zukunft so ein paar, ach in der Zukunft, in der Vergangenheit so ein paar Problemchen, dass auf anderen Grundstücken gebaut worden ist. Hier ist auch das Grundstück noch vom Pokepo. Hier was richtig krasses, hier hinten entsteht eine riesige Yacht. Ihr seht es ja schon. Schon unnormal, ne? Unnormal groß, abnormal. Ja, diese Striche, die ihr rechts links seht, die habe ich gezogen. Hier wird ein großer Kanal, wie der Dortmund-Ems-Kanal, entstehen. Ne? Den fluten wir dann mit Wasser. Wir nehmen aber nicht komplett die drei Schichten raus, das wäre zu viel Arbeit. Wir nehmen nur die oberste raus, denke ich so. Ja, und dieser ganze Kanal, der wird dann quer über die Map fließen. Ich sage ja, ich bin noch nicht richtig wach, ne? Also Wasser kann ja nicht fliegen, ne? Oder habt ihr schon mal fliegendes Wasser gesehen, außer wenn ihr auf Toilette geht, ne? Ja, auf jeden Fall. Hier wird es ein bisschen kahler. Guck mal, Carla. Das könnte auch ein Mädchenname sein, ne? Ich bin richtig lustig heute Morgen. Auf jeden Fall, hier entsteht der Kanal. Hier hat man dann noch viel Platz zum Bauen. Wir haben noch sehr viel Platz zum Bauen, liebe Leute. Auch wenn ihr noch nicht auf die Map gekommen seid. Wenn ihr dann drauf kommt, ihr werdet auf jeden Fall eine Platzgarantie kriegen in den nächsten Monaten. Da bin ich mir sicher. Ja, dann fliegen wir mal hier entlang. Ich bin so ein bisschen am äußeren Bereich, weil hier entstehen auch so ein paar kleine Sachen. Was haben wir denn hier hinten? Ach genau, da links ist die Army Base, oder? Was ist das denn? Ah, keine Skins, bitte, kein. Ach nee, das ist. Ich dachte, das wäre eine Figur. Das sieht aus wie ein Männchen so. Ach, wir sind hier. Ach, wir sind hier beim. Warum steht da ein Haus? Ach, das hat Skiller Traps gebaut, oder? Hä, das habe ich gar nicht mitgekriegt, weil das ist hier das Mercedes-Werk. Also hier werden die Autos gebaut, das ist riesig. Aber was ist das? Das habe ich noch nicht gesehen. Ach Gott, der baut einen Mercedes-Benz-Park. Der Junge, der ist ein bisschen verrückt geworden. Okay, ist ja sein Grundstück, solange das nicht komplett in Main City verteilt. Er darf nur noch Mercedes-Sachen auf seinem Grundstück bauen. Weil wir haben zu viele davon. Das darf keine Überhand haben. Fliege ich mal hier so lang. Da könnt ihr das nochmal so ein bisschen sehen, das Werk. Aber das zeige ich euch nochmal in einer separaten Folge. Ich habe gerade gedacht, was ist das für ein Haus? Habe ich gar nicht mitgekriegt, das ist so krass. Manchmal kriege ich das gar nicht mit, was so gebaut worden ist. Nur im Nachhinein checke ich dann so die Map. Ich checke die immer ab, keine Sorge. Und dann sehe ich, was gebaut worden ist. Hier haben wir die Army Base, haben wir hier. Dann entsteht hier ein Fußballstadion hier. Schon zwei Tribünen fast fertig. Da hinten sind sie am Parkplätze bauen. Guck mal, hier ist auch Fußballplatz gebaut. Ich hoffe, der Fußballplatz gehört dann zu diesem Objekt, weil das wäre ein bisschen eng beieinander. Weil ich denke, weil das wird wie so eine Art Haus vielleicht. Und das Stadion braucht dann noch Tribünen. Das ist zu eng. Ihr müsst echt aufpassen, dass ihr nicht zu nah an anderen Gebäuden seid. Weil das gibt nur Probleme. Weil es müssen auch noch Straßen. Straßen müssen auch noch dazwischen. In der Fünferbreite. Müsst ihr darauf achten. Weil wenn ich dann Straßen durchziehe und die Grundstücke zu nah beieinander sind, kann sein, dass ich ein Stück vom Grundstück wegnehmen muss. Hier entsteht ein Kino. Ne? Theo. Da musst du wieder auf die Map kommen, weiterbauen. Nicht neue Projekte anfangen. Immer erst die Sachen zu Ende bauen. Aber was kriege ich noch in den Kopf rein? So, was haben wir denn hier? Oh, ist aber auch ein schönes großes Grundstück für so ein kleines niedliches Haus. Okay, guck mal, auch krass, wenn man so Schilder baut. Das finde ich auch ganz cool. Das ist ja wie bei so einer Großbaustelle, wenn was entsteht. Ich weiß gar nicht, wem das gehört. Muss ich mal selber gucken. Ach, okay. Koshi Neymar. Was steht da? Pundetown? Du meinst bestimmt Hundetown, oder? Pundetown. Keine Ahnung, was das heißt, Pundetown. Okay. Ja, aber so ist richtig. Eingrenzen. Genug Platz lassen hier zwischen. Das hat der vorbildlich gemacht. So muss das sein. Auch so eine fette Villa hier noch. Ich hatte ja gesagt, ich wollte euch das alles von oben zeigen. Aber so, wenn ich von ganz oben bin, dann kann man so wenig sehen. Deswegen bin ich ein bisschen so auf so einer Höhe. Hier entsteht,
Was wollte er nochmal machen? Ein Museum, ein Antikmuseum wollte er hier bauen. Hier entsteht auch was Neues. Alter, fast ein Riesenklotz, ne? Unglaublich. So, fliegen wir mal hier ein bisschen rein. Hier muss ich auch noch Sachen vorstellen. Ich weiß gar nicht. Ah, die sind noch gar nicht fertig wahrscheinlich. Ja, auch so eine Autowerkstatt, ein Tiershop. Ich war da noch gar nicht drin. Ich will das gerne mal sehen. Aber er ist wohl noch da links am Bauen, so wie es aussieht. Guck mal, ein Donutladen. Ah, oh, wie viele rote Balken sind hier? Ja, da habe ich ja noch einiges zum zeigen. Hier vor Mod GTA. Apropos Mod GTA, der hat ja auch noch ein Hochhaus, das muss ich auch noch zeigen. Guck mal, wie geil das aussah. Da hinten dieses Cinema ist in diesen. Seht ihr, das ist genau da drin, in dieser Spalte. Ich dachte gerade, das gehört dazu. Das sah irgendwie lustig aus. Auch interessantes Gebäude. Ich mag so skurrile Gebäude total. Oh, da hinten hier, mein City Town, da mal riesige Hochhäuser sind da drinne. Riesige Hochhäuser, von Anfang an sind die da drin. Pizzeria. Da kann ich auch wieder was vorstellen. Da auch. Auch ein Autohaus noch. Ihr seht es ja, hier ist aber überall auch noch so Zwischenplatz. Hier soll ein Kino entstehen, das ist sehr klein. Ich bin mir unsicher, ob da ein ganzes Kino reinpasst. Hier hat sich auch einer was eingegrenzt, ein Grundstück. Hier entsteht eine Dings, eine Rennstrecke, eine Formel-1-Strecke. Da mit dem Kamera-Heli, genau. Der hat so eine Kamera unten drunter. Das ist übrigens genau derselbe Heli. Ich habe den ein bisschen verändert. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm, derjenige, der nochmal die Formel-1-Strecke baut. Ich habe die ein bisschen verbessert, so ein bisschen. Aber das Grundgestell hast du ja gebaut. Den gibt es auch in den Tutorials zu sehen, wenn ihr den gerne nachbauen möchtet. Dann hier die riesige Shopping Mall, die unnormal groß wird. Da, guck dir das mal an, was das alles ist. Wie detailliert der sogar von oben gebaut hat. Ey, da sieht kein Dach gleich aus. Also das schon mal mein Respekt an dich. Gut gemacht, Mikiewicz. Und hier so ein Bahnhof baut er hier auch schon. Krank. Guck mal, ein geiles Flugzeug hat er hier auch gebaut. So ein Doppeldecker. So einen ähnlichen habe ich auch in meinen Tutorials. Hashtag Eigenwerbung. Boah, jetzt aber. Groß eingegrenzt, ja, er braucht Platz. Ne? Boah, Junge, das ist aber hier ein Mega-Projekt von dir. Krass. Fliegen wir mal hier rum. Ich glaube, hier dürfte nicht allzu viel kommen. Genau. Hier in diese Richtung, da kommt gar nichts. Da habt ihr richtig viel Platz hier. Und hier ist auch eine Transrapid-Strecke. Und Lukas hat da hier eine. Transrapid schon mal gebaut. Ich zeige euch das mal ein bisschen. Da, was hat er da rangeschrieben? Ah ja, genau. Können wir das mal so einmal sehen, bis hin so. Ja, sieht ganz schön aus. Nice. Ja, hier, das zieht er auch durch mein City. Schön. Bisschen Infrastruktur, das muss ja sein. Dann hier haben wir nochmal zur Linken auch noch so eine Army Base. Da wird auch wieder ein schöner Tower gebaut. Immer wenn ich den sehe, denke ich, der ist aus meiner Future. Aus meiner Future-Stadt, weil ich. Okay, die haben blaues Glas, ich benutze türkises Glas. Das ist doch. Ja, genau, ich benutze dieses und die haben dieses blaue. Aber ich benutze. Ist das Quarz? Ne, das dürfte Beton sein. Ich benutze Quarz. Da hinten ist nämlich Future City, da seht ihr schon. Hier wird auch die Straße weitergezogen. Finde ich gut, Leute. Ihr dürft gerne die Straßen weiter durch mein City ziehen. Die müssen halt nur so aussehen. Exakt. So. Fünf breit. Einfach diesen ganz normalen Steinblock. Und dann drei Fahrbahnstreifen schön untereinander aus Schnee. So, so habe ich schon in Mainz die 1 gemacht, deswegen, ich halte so ein bisschen daran fest hier. Hier entstehen auch viele Häuser, schön alle in der Reihe, auch geil, sieht richtig toll geordnet aus. Gefällt mir. Bisschen Struktur. Ja, und hier ist meine Mainz City Bahn. Ihr seht hier diese Röhre. Ja, das wird sowieso ein krasses Teil, da bin ich momentan mit am Bauen. Ist Dynamo? Dynamo, das ist doch keine Rechte, aber ich kenne dich doch schon. Guck mal hier. Future City. Hier fängt es dann an, habe ich so gedacht. Ich habe da schon mal ein bisschen was gemacht hier. Hier soll so ein kleiner, ja, kleiner Bahnhof, dass man dann durch das Gebäude irgendwie kommt und dann hier so direkt erstmal schön seine Lore hinsetzen kann. Und dann geht's ab hier. So, überall die Booster-Schienen dazwischen, damit es ein bisschen schneller abgeht. Und dann kann man sich so alles angucken, während man durch Main City fährt. Ich finde das cool. Und diese ganze Main City Bahn, die geht einmal komplett um die ganze Map.
Leute, und ich sag euch, das ist so viel Arbeit. Von da, wo wir gerade gestartet sind, sind es 1611 Blöcke, meine ich, bis jetzt gleich zum Mapende, wo wir jetzt hinfahren. 1611 Blöcke, überlegt euch mal, wie viele Blöcke das sind. Ihr könnt. Warum hält der an? Ich wurde rausgeschmissen, meine Fahrkarte war nicht mehr gültig. Hey, warum hat der denn jetzt angehalten? Weil er. Das habe ich oft hier, wenn er irgendwie zwischenspeichert, dann leckt das kurz so. Das ist total komisch. Ach, warte mal. Jetzt hat einer seine Lore vergessen. Nimm mal halt die. Nein, warte, Lore. Auf jeden Fall, das ist so krass weit. Ihr werdet ja sehen, wie lange ich jetzt hier schon fahre, bis ich zum Map-Ende komme. Sieht man überhaupt noch die Gebäude? Guck mal, die Gebäude sieht man hinten auch nicht mehr. Ey, bist du cool. Schön mit den Füßen draußen. Ja, ich zeige euch das einfach mal. Nur mal, dass ihr so ein Dings überhaupt. Ja, die Weite. Dass ihr da checkt, wie weit das ist. Guckt euch mal an. Rechts und links baue ich schon um die Map so ein bisschen. Da könnt ihr das schon ein bisschen sehen da. Da baue ich mit jemandem mit Kossa. Der hilft mir ganz gut. Wie war ich eigentlich da umgestellt? Ich weiß gar nicht. Oder ich knall jetzt da voll gegen. Kann auch sein. Ne, die Weiche ist umgestellt. Jetzt fahren wir die Längsseite entlang. Da hinten sind wir gerade hergekommen. Ja, und das soll einmal um die ganze Map gehen, weil ich habe mir gedacht, wenn hier alles vollgebaut ist, hier, wo ihr das ganze Grüne sieht, wenn da die ganze Map vollgebaut ist, kann man die schön von außen ganz betrachten, ganz meine City, und setzt man sich einfach in die Bahn und guckt sich das dann alles an. Das ist natürlich auch geil. Hier rechts ist Map-Ende, da können wir nichts bauen hier. Aber hier schon. Ja, und das geht so ewig, ewig lang. Da kann ich auch schon mal gerade meinen Bärenmarke Alpen frischen Kakao trinken mit 1,8 Fettanteil. Weil es ist ja morgens, ich habe noch gar nicht gefrühstückt. Ich habe meine Laugenstange im Backofen und ich trinke gerade so einen Kakao. Kakao. Oh, manchmal macht Kakao ganz schön satt, ey, wenn man so viel davon trinkt. Aber irgendwann hängt das einen auch aus dem Hals raus. Und wir sind immer noch nicht angekommen. Das gibt's doch nicht. Guck, wieder zwischenspeichern. Seht ihr rechts oben? Dann bleibt das einmal so kurz stehen. Wenn ich die Bahn mal komplett teste, dann mache ich mal zwischenspeichern aus. Weil dann blockiert das nicht immer. Felix. Ach du Scheiße, sind ja doch ein paar an wieder drauf gekommen. Michi. Hallo Michi. Felix, ja komm, bekommst du mal Rechte. Ist wieder zwischenspeichern? Was ist denn jetzt los? Ach ne, hier haben wir den Dings vergessen. Okay, bei so einer Länge ist das schon akzeptabel, wenn man was da vergisst. So, Lore habe ich immer dabei. Und weiter geht's. Ach guck mal, da ist schon das Ende. Da seht ihr das schon. Wupp, wupp, wupp. Und daran könnt ihr auch sehen, guck mal, wie viel Platz hier noch zum Bauen ist. Das ist so, boah, das ist so viel, Leute. So viel. Ja, und hier geht es dann weiter, ne? Das wäre jetzt hier, wenn ihr auf die Map jetzt schaut, links, das wäre jetzt hier die rechte Map-Seite. Ganz rechts. Die ganze Strecke müssten wir jetzt noch ziehen. Und auf der Map, wenn ihr auf die Map schaut, den ganzen obersten Teil. Also zwei Seiten nur noch. Und dann haben wir es. Haben wir es hingekriegt. Wer ist denn da hinten weiß? Seht ihr das links oben, ganz links oben in der Map? Ist da ein weiß? Ach, das bin ich Dummi. Ja, ich glaube, ich TP mich mal lieber in die Stadt, es geht schneller. Was ist das denn? Achso. Hi. Oh, das war ja dünn, 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 dünn. Ah, ich liebe Star Wars, Leute. Jeden Teil ziehe ich mir rein. Richtig cool. Auch der letzte, der war auch ganz geil. Da war ich im Kino. War ganz cool gemacht, ey. Der war, glaube ich, nicht mehr von LucasArts. Der war von Disney, meine ich. Produziert, aber der war trotzdem super. Ich möchte dein Padawan sein. Ich ergebe mich. Ich bin Prinzessin Leia. Oh, okay. Da ist ein Lichtschwert. Oh, jetzt mache ich erstmal alles kaputt. Wie lange nehme ich eigentlich schon wieder auf?
Oh, 20 Minutes. Din, 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 din. Din, 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 din. Ich gehöre zur schwarzen Macht. Ihr seht es an meiner schwarzen Sonnenbrille. Ja, und die schwarze Macht wird sich jetzt verabschieden. Die schwarze Macht wird jetzt erstmal frühstücken. Und dann sehen wir uns im nächsten Part von Minecraft, boah, ich will immer Mittelalter sagen, Minecraft, Mine City 2 wieder. Liebe Leute, lasst ein Like da und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Macht's gut!